So, hau rein. Sehr geehrte Damen und Herren, morgen ist Reformationsfest. Können wir fröhlich sein. Ich habe mir eben unten in der Informationsgeschäft die Lutherrose gekauft. Die kann man sich so an der Anzugsjacke dran machen oder so, als Bekenntnis zu seiner Theologie. Das Interessante an der Lutherrose ist das, das ist jetzt ein bisschen weit weg, das können Sie jetzt nicht sehen, aber ich erkläre Ihnen das, dass Sie in der Mitte der Lutherrose das Herz sehen und dann das Kreuz. Also erst die Rose und dann in der Mitte der Rose ein Herz und in dem Herzen ist das Kreuz drin. Das ist die Lutherrose. Das war ja früher so üblich, dass Familien so Familienwappen hatten und das ist Luthers Familienwappen. Warum ist das Kreuz in der Mitte und dann genau im Herz? Es gibt zum Beispiel noch ein anderes Bild, wo Luther auf der Kanzel steht und auf den Gekreuzigten hinweist. Das ist ein Bild, was Lukas Cranach gemalt hat. Und die Theologen wissen, Luther war eigentlich ein Kreuzestheologe. Was heißt das? Das heißt, dass die Botschaft vom Kreuz, das, was auf Golgatha stattgefunden hat, stets in dem Mittelpunkt seiner Theologie gestanden hat und stets auch in seiner Verkündigung eine große Gewichtung gespielt hat. Luther hat irgendwann festgestellt, dass ohne diese Botschaft vom Kreuz, ohne diesen Hinweis auf Golgatha, ohne das Leiden und Sterben unseres Herrn Jesus Christus, ohne die Tatsache, die biblische Tatsache, dass er die ganze Schuld und Sünde bezahlt hat, dass der Mensch ohne diese Botschaft, ohne diese Theologie keine Chance hat, Frieden mit Gott zu finden. Und jetzt ist dieses Kreuz mitten hier im Herzen, mitten in dieser Lutherrose. Wissen Sie, was ganz entscheidend ist? Und ich bin davon überzeugt, dass Luther Ihnen das sagen würde. Entscheidend ist, dass das Kreuz auch in Ihrem Herzen in der Mitte ist. Dass das Kreuz, die Kreuzesbotschaft, auch Ihr Herz schon längst erreicht hat. Mit der Tatsache, dass Sie die Gewissheit im Herzen tragen dürfen, ich darf wissen, dass mein Schuldbrief zerrissen ist. Und dass Jesus Christus all meine Schuld und Sünde bezahlt hat. Wissen Sie das? Ich habe eben in der ersten Ansprache gesagt, dass Luther die erste These geschrieben hat, da unser Meister Herr Jesus Christus spricht, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe beigekommen, soll das ganze Leben eines Christenmenschen eine Buße sein. Und das ist genau der Punkt. Ich darf Sie mal so direkt ansprechen und fragen. Haben Sie schon Buße getan? Haben Sie diesen Herrschaftswechsel in Ihrem Leben durch Jesus Christus, unserem Herrn, schon vollziehen lassen? Haben Sie sich von Jesus Christus schon suchen und finden lassen? Oder ist es noch so, dass wir Sie am 30.10.2023 sagen, ich halte von innen die Herzenstür fest, ich möchte nicht, dass der Mann, dass Gottes Sohn und Menschensohn zugleich, das ist nämlich der Jesus Christus, über mein Leben herrscht und dann ist dieses Kreuz noch nicht in Ihrem Herzen tief verankert, sondern in Ihrem Herzen statt das Kreuz ist dort ein Götzentempel abgezeichnet. Kann jetzt jeder für sich entscheiden, was für ein Zeichen er hätte, was er jetzt so auf diesem, in diesem Herzen drin hat. Der eine vielleicht eine Flasche Schnaps, der andere vielleicht schreibt er da ganz dick in seinem Herzen hinein, das eigene Ich. Aber wenn Sie einmal selig sterben wollen, wenn Sie einmal die Gewissheit im Herzen tragen wollen, dass Sie, nachdem Sie die Augen hier auf dieser Erde geschlossen haben, Jesus sehen, dann brauchen Sie dieses Kreuz. Sie brauchen Frieden mit Gott. Sie brauchen die Begegnung mit Jesus Christus, der allein der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, unter dem Kreuz. Darum sind wir hier heute. Luther hat so viel gesagt, aber das Wichtigste, was er gesagt hat, ist, dass Christus sein Herr und Gott ist, dass alles bei ihm auf Jesus ausgerichtet war. Und wissen Sie, dieser Reformator, der hat gar nicht wenig mitgemacht in seinem Leben. Seine Tochter Margret ist mit 11 Jahren verstorben.
Sie ist ihn sozusagen in der Armbeuge, hat sie die Augen zugemacht. Das war ein unendlicher Schmerz für den Reformator. Da kam er nie richtig hinweg. Das ist schlimm, wenn man sein Kind beerdigen muss, nicht? Und er hat zu Gott geschrien. Aber was bei ihm stets geblieben ist, bis zum Schluss, bis zu seinem Sterben, ist, dass er ein Nachfolger Jesu Christi gewesen ist. Jemand, der sagen durfte, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Können Sie das auch sagen in Ihr Leben? Dass Jesus Christus, Ihr Erlöser, lebt, dass Sie diesen Herrschaftswechsel in Ihrem Herzen vollzogen haben? Ich würde mich so freuen, wenn in Ihrem Herzen dieses Kreuz wäre, was hier auf der Lutherrose so wunderbar erkenntlich ist. Wenn Sie jetzt noch Fragen haben, dann kommen Sie auf uns zu. Wir haben hier einen kleinen Traktattisch, so mit biblischen Informationsschriften, die sind alle umsonst. Kommen Sie und sprechen Sie uns an, dass wir uns noch mal über das unterhalten können, was da am Kreuz auch für Sie stattgefunden hat. Gott möchte Sie segnen. In Jesu Namen. Amen.